Samurott ist ein Pokémon, der mit dem Typ Pflanze existiert seit der dritten Spielgeneration und kann sich zu Blanas entwickeln, welche sich zu Tangulist entwickeln kann. Des Weiteren ist es das Gegenstück von Luturzel. Samurzel ist ein kleines zweibeiniges Pokémon, das den Früchten der Roteiche ähnelt und grau-beigon-braun auftritt. Grob gesagt besteht das Pokémon lediglich aus einem Kopf und zwei Füßen. Der Bereich oberhalb der Augen ist grau gefärbt, außerdem sind dünne schwarze Streifen zu erkennen. Dieser Teil des Körpers sieht aus wie eine Kopfbedeckung und beinhaltet eine abgeflachte Spitze im Zentrum nach oben weisend. Und darunter sind die Augen zu sehen, die aus schwarzer Lederhaut und braunen Pupillen bestehen. Die Füße und die Umrahmungen der Augen sind beige, der restliche Körper ist braun gefärbt und schließlich steht Samurzel auf zwei kleinen kurzen Füßen, die unmittelbar am Körper liegen. Dabei ist die Shiny-Form von Samurzel bei den üblicherweise braunen Bereichen des Körpers kräftig rotbraun gefärbt. Samurzel zeichnet sich besonders durch seine Abwehrfähigkeit aus. Gerät es jedoch in Situationen, in welchen es den Gegner angreifen muss, so setzt es physische Attacken des Typs normal wie Geduld oder Explosion ein oder nutzt die Gegebenheiten seiner Umwelt, indem es Naturkraft einsetzt. Ansonsten ist es sehr friedlich und beherrscht hauptsächlich Statusattacken. So lässt es mit Sonntag die Sonne erscheinen und absorbiert anschließend dieses Sonnenlicht, wodurch es Energie sammelt, die es für Attacken wie Synthese oder Wachstum verwendet. Auch seine Fähigkeit Chlorophyll nutzt das Licht der Sonne und erhöht bei sonnigem Wetter die Geschwindigkeit von Samurzel auf das Doppelte. Andere Samurzel besitzen die Fähigkeit Frühwecker, welche ihnen erlaubt, ihren Schlaf um die Hälfte der Zeit zu verkürzen, so früher aufzuwachen und schneller zu weiteren Attacken bereit zu sein. Wenige Exemplare besitzen die versteckte Fähigkeit Langfinger, welche es dem Pokémon ermöglichen, dem Gegner während einer Attacke, die Kontakt herstellt, das getragene Item zu entwenden. Samurzel spielt gerne Streiche. Mit seinem Stiel auf dem Kopf hängt es sich an Äste von Bäumen. Bewegt es sich nicht, so sieht es dabei aus wie eine gewöhnliche Eichel, was das Pokémon sich für seine Späße zu nutzen macht und andere Pokémon wie zum Beispiel Taubsi während der Nahrungssuche erschreckt, indem es sich plötzlich bewegt. Der eigentliche Grund für das Hängen an Bäumen ist jedoch die derweilige Aufnahme von Nährstoffen sowie Feuchtigkeit, welche seinem ganzen Körper Glanz verleiht. Ist Samurzel satt gefressen, wird sein Körper sehr schwer, was dazu führt, dass es sich nicht mehr am Baum halten kann, sich einfach fallen lässt und lärmend auf dem Boden prallt. Dieses Pokémon achtet sehr auf Sauberkeit und poliert einmal täglich mit Blättern seinen Körper. Dabei ist Samurzel der erste Teil der dreistufigen Entwicklungsreihe, kann sich selbst auf Level 14 zu Blanas weiterentwickeln und Blanas kann sich dann durch die Gabe eines Blattsteins zu Tangulist weiterentwickeln. Die braune Körperfarbe und die zweibeinige Fortbewegung bleiben dem Pokémon in jeder Entwicklungsstufe erhalten. Während Samurzels Gestalt einer Eichel ähnelt, weist die von Blanas durch seine Nase und seine Statur ähnlich zu der Puppe Pinocchio auf, oder Ähnlichkeiten zu dieser auf. Mit der Entwicklung von Samurzel zu Blanas erhält das Pokémon zusätzlich zum Typ Pflanze den Typ Unlicht und ihm wächst eine spitze Nase, welche vermutlich auf den Tengu anspielt. Dieses in japanischen Sagen beschriebene Wesen hat die Fähigkeit zu fliegen, was durch die Arme mit Fächerblättern symbolisiert werden könnte. Tangulist selbst aber besitzt nicht die Fähigkeit zu fliegen. Während Samurzel klein ist, ein geringes Gewicht und kleine kurze Füße hat, ist Tangulist nahezu dreimal so groß, schwer und trägt sein Gewicht mit kräftigen Beinen. Mit seinem Typ Pflanze nimmt Samurzel halben Schaden gegen Pflanzen, Wasser, Elektro und Bodenattacken, doppelten Schaden gegen Feuer, Eis, Giftflug und Käferattacken und der Rest macht normalen Schaden.